Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Landersohn, zusammen mit Justin und ich glaube Carlos ist auch noch da. Moin. Servus. Wir sind immer noch am Ballenfahren, wir nehmen jetzt hier gerade noch den Brandner mit, damit Justin quasi immer rotieren kann zwischen den beiden Anhängern. Oder deswegen, Carlos schnappt sich jetzt mal einen Schlepper und fährt auch mit. Ich hab aber keinen Ladewagen. Gewicht in der Front, nee, du kannst den Brandner weil, haben. Du kannst, weil, der hat, Dings hat noch Anhänger. Mein Carlos, ey. Ja, was, okay, was soll ich machen? 112, ein Traktor. Mehr brauchst du nicht. Okay. Brandner oder sowas, einfach nur ein Trecker. Einfach nur ein Trecker. Auf der 112. Korrekt. Ja. Okay, das krieg ich. Und sag jetzt nicht wo. Wo muss ich hin? Torben, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, zu mir. Das war ganz hinten rechts, kann es sein. Ja. Ja. Muss ich denn machen? Du musst nur Ballenwagen von A nach B fahren. Achso, krieg ich hin. Ist nicht wirklich anstrengend. Krieg ich denn dafür? Spritkosten gezahlt. Und wenn du gut und schnell bist, dann kriegst du vielleicht sogar noch was obendrauf. Digga, mich hat's gerade so fast hingebrettert. Kannst du keinem erzählen. So. Dann einmal hier rein. Hoppala. Nein, Luca, nicht dein Ernst. Was? Gewicht vorne. Ja, irgendwie muss ich's transportieren. Okay, mit der Autoload-Gabel wird es wahrscheinlich auch ohne gehen, aber wäre fast ein bisschen langweilig aus. Da los, ey. Mein Bestes. So. Wer ist zu schnell, aber fährst du jetzt eigentlich wieder? Den Axion. 18. Warum denn nun Axion? Was soll so ein Xerion oder was? Ich dachte, du wolltest ihn in 7R. Ja, der hat aber, der geht aber erst los bei 250, ne? Ja, das ist ja dann nächstes Jahr drin. Ja. Also nächstes Jahr August. Jahr noch Geld dafür. Ja, nächstes Jahr August. Ja, wenn die BGR einmal läuft, dann. Dann läuft sie, sagt er. Ja. Welches fällt denn danach? Muss ich gleich mal schauen. Ich weiß nicht auswendig. Ja, 155, 179 ist noch. Und ich glaube noch eins. Also überall, wo Weizen drauf ist an sich. Hier ein bisschen und dann fahren wir, schauen wir mal lang. Ja, 155 bei mir am Hof.
Luca, warum habt ihr so eine schwere Sämaschine? Weil Direktsaat und mit Düngefunktion. Die Lemken-Sämaschine ist so hässlich. Ist doch egal. Ich habe das Gefühl, dass der Klaas hier schon ein bisschen Dings Schwierigkeiten hat. Das ja, kann schon sein. Justin braucht auch immer ein bisschen, bis er angefahren ist. Ganz normal. Obwohl, ich fahr schnell an mittlerweile. Mit Allrad an. Da durch und dann hoch. Okay. Wo ist denn hier die Straße? Ach, da vorne ist die Straße. Hoch. Und Justin. Ja, so geht's mir aber auch immer. Wo ist die Kackstraße? Ja, du suchst und suchst. Und denkst, da wäre eine, da ist aber keine. Und dann 10 Meter dahinter ist eine. Ja, das ist auch ganz die sind halt nicht so dick eingetragen. Dafür sind halt die alle Bäume eingetragen. Ja. Waldfelder. Jede Feldinsel mit jedem Baum drauf. Die ganzen Wälder sind einzeln eingetragen. Da hat ein Modder Langeweile gehabt. Aber die Straßen, du. Ja, die das braucht man nicht erkennen. Ja, klar, aber. Gut, auf Dauer kennst du deine Wege eh, die du fährst, aber. Ja. Ich weiß, ich kann vom Händler runter zu mir fahren, alles kein Problem, kann ich so auswendig. Ja, ich weiß auch, wo ich mittlerweile denke. Mittlerweile zu Ben weiß ich auch auswendig. Ne, das kann ich noch nicht, da war ich nur einmal. Bei mir ist halt nur die Straße lang. Ja, ich krieg meine Felder eigentlich alle hin. Das ist eigentlich ganz einfach, alle meine Felder. Ja, bei mir sind halt alle um den Hof rum, ne? Ja. Ja gut, bei mir teilweise auch. Ich muss einfach nur Straßen immer rausfahren und dann bin ich schon am Feld. Bei all meinen Feldern. Muss halt noch das Feld dran suchen, aber ansonsten. Du musst dir mal so vorstellen. Ich fahre entweder in 1, 2, ja in 3 Straßen sind meine ganzen Felder gelegen. Ja, bei mir in 2. Also unsere sind ja ein bisschen weiter aus voneinander entfernt. Da denke ich auch manchmal, warum habt ihr die Wiese da oben gekauft? Keine Ahnung, ich hatte irgendwie Bock, aber ja. Hättet ihr auch die, sag ich mal, in der Nähe die 191 kaufen können? Ja, das muss auch nach plötzlich mit Farming alles schauen. Hätte man. Nach Preis. Ich bin mal gespannt, wie wir Zucker rüben von meinem Acker ranbekommen. Ich liebe diese Autolautgabel jetzt schon. Eine Frage, bist du gerade einfach über ein Feld, über einen Wegrand geklettert? Nee, da war eine Einfahrt. Ja, ich fahr da vorne her jetzt, ne? Ja. Wo bist du denn? Ich. Da ist noch nicht den hier hoch, ne? Was, ich weiß, ja, ich weiß, ich mache hier gerade was. Du sollst aber keine Zeit zu totschlagen, du sollst arbeiten. Ist nur das Feld bei Justin, also Weg hat Zeit, oder? Ne, 179 ist noch und dann noch 2 Wiesen. Aber die eine Wiese ist weiter entfernt, nur da müsst ihr fahren. Die andere Wiese ist egal, die ist so nah dran. Die müsst ihr alleine hinkriegen. So, kein Spann gut ran. Auf welches Feld darf ich hinten, ne? Ja, hinten 179. Du auch, Carlos, Abfahrt. Spann gut ran und wir fahren dahin. So, ist ja wieder hier Differentialsperre rein. Fahrt hinten rum, ist schneller. Ja. Ich habe Luca hinterher. Bist du in Luca? Siehst mich doch. Was fährst du Maximum, Carlos? Sprechen wir mal noch über unsere Empfehlung der Woche. Habe ich keine. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, letzte Woche habe ich Punch empfohlen oder letzte Folge. Ja. Ich hätte eine heißer Kakao. Boah, heißer Kakao ist schon arschgeil. Das ballert schon. Aber was auch geil ist,
Was ist auch geil? Glühwein. Ich bin nicht so der Glühwein-Fan, muss ich ehrlich sagen. Feuerzangenbowle. Ja, alles wäre cool, Digga. Das brauch ich. Wurzel. Also was auch geil ist, ist auf jeden Fall. Diese Leitungskekse, diese ganz, ganz kleinen in der einen Packung. Die einfach schwarze Schokolade. Schwarzer Keks mit weißer Schokolade und so rum. Absoluter Game Changer, diese kleinen Mini-Dinger, die gehen so geil weg. Ach so lecker. Ja. Auf jeden Fall auch. Die großen sind auch lecker, aber die kleinen sind noch. So. Ja. Mhm. Jetzt fehlt nur noch Luca mit seiner Empfehlung der Woche. Kennt ihr Baumkuchen? Nein. Ja. Doch, Baumkuchen ist es. Baumkuchen ist es. Aber wo ist Carlos? Ja, Carlos, er kommt gleich. Ich habe ja noch ein bisschen gebraucht zum Motor starten und so. Alles gut. Bis ich überhaupt losfahre, weil der Problem ein bisschen. Bleib einfach stehen. Also ehrlich, ja, Baumkuchen, ich glaube, das ist geil, aber ich muss sagen, mit Zartbitterschokolade. Nicht mit Vollmilch. Ich bin halt so ein weißer Schokolade-Fan. Und mit weißer Schokolade? Ja, ich fühle weiße Schokolade halt überhaupt nicht, aber das stelle ich mir auch geil vor. So, und rum und Gas. Ich bin mal gespannt. Oh, mein Vater bringt die ja morgen mit. Die wird fertig gemacht, meine Mutter. Also ich bin mal gespannt, wie die wird. Nein. Kann ich ja mal ein schönes Video für Schäberjungs Insta machen. Kann ich auch. Da würde ich auf jeden Fall mal Follow da lassen, weil da bekommt ihr auch immer mit, wenn neue Streams sind, im Normalfall. Oder wenn sowas Babamäßiges passiert. Oder vielleicht auch noch ein paar Spoiler. Noch ganz kurz auf die 43. Da müsste sogar eine reichen. Ich weiß nicht, ob du die noch mit drauf bekommst. Obwohl, ich komm hoch. Ich weiß nicht, wie viel da liegt. Kriege ich das auf jeden Fall mit drauf? Du müsstest die eigentlich locker mit drauf bekommen. Ja, dann Justin, fahr du direkt hin. Dann kannst du direkt meinen Ladewagen haben. Ja, oder Luca, ist bei dir noch was vor? Ist bei dir noch was? Nö, sonst ist erstmal Ruhe bei mir danach. Dann schnapp dir vielleicht meinen Ladewagen. Ja, wie viel willst du denn haben? Für meinen Ladewagen. Ja. Nimm einfach mal so. Weißt du warum? Komm jetzt irgendwann wieder. Ja, vergessen. Alter, kann doch so fährt. Achso, Dings. Ich hab mich nicht fertig. Hinten wäre auch einer gewesen. Ja. Spätestens beim Maiswechseln. Gehst du ran. Kriegst du dann wieder zurück. Spätestens schlage ich es auf die Strohrechnung wieder mit drauf. Ja. So, aber auf den Feldweg und Vollgas. Du bist doch eh so langsam. Ja, schneller wie 46. Luca und Luca günstiger als bei dir. Hm? Vielleicht wird es ja bei Luca und Luca günstiger als bei dir. Nee. Wir haben jetzt auch ein bisschen was an Stroh. Kann passieren. Bloß ich noch günstiger werde. Ah ja. Das wäre dann egal, der kennt sich selbst. Bei dem kaufe ich. Oder ich kaufe vom Händler. Ja, Justin. Justin? Mhm. Ich überlege mir das dann nochmal. Ein Ladewagen. Alles gut. Du musst quasi Vertrag unterschreiben, dass du sicher den Ladewagen nimmst, die Ballen nimmst und dann kriegst du auch den Ladewagen. Nein, ich frage mal das nicht. Wir werden Vertrag knüpfen, mein Lieber. Dass du frisst, das wirklich frisst. Kochen wir als Lager, Luca. Ist das auch voll? Yep. Oh mein Gott, ja, warte kurz. Warum fahren wir schneller? Noch schneller geht nicht. Dann lass mich überholen. Ja, ich muss kurz Lager machen. Immer diese Gurken vor mir, ey. Schau mal, direkt daneben müsste noch eins sein.
Also, wie nee, nichts davon. Ich bin mir da keins. Wo bist denn du? Stehst du auf der Wiese? Nee. Ja, ab auf die Wiese. Wir sind auf der Wiese, du hättest einfach neben dem. Achso, da, da, so, na, da ist die Mistplatte. Super, jetzt komm, beweg dich. Noch schneller geht nicht. Wie kommt denn besser Traktor? War schon teuer genug. Ich glaube, Ben fährt gerade, wollte gerade einen Göber zu dir fahren, aber das Journey ist fast leer. Glaube ich, deswegen ist er zurückgefahren. So machst du denn die Strohballen auf die Wiese, Junge? Was stimmt bei dir nicht? Ja, sonst sieht's scheiße auf dem Hof. Warum ballerst du das denn nicht in irgendeine Halle? Die hat doch genug. Ja, aber. Ja, gut, ich hätte es in die Halle packen können, aber. Vorne! Das ist scheiße, da das reinzupacken. Ich stell den Ladewagen einfach mal auf den Hof, ne? Alter, was ist. Was. Wie wenig Ballen? Ja, hier das Feld war nicht, glaub nicht voll ausgewachsen. Ich wusste aber nicht, wie viele hier liegen, weil hier habe ich nicht gepresst. Luca, Spritkosten muss man nicht bezahlen. Das sind vielleicht 2-3 Liter, die ich verliere. Ach, Tank einfach voll am Hof. Na, ja, das ist gut. So, jetzt muss ich gucken. Justin, Ladewagen, ich nehme bei dir einfach mal. Und ich muss gucken, ob ich die eventuell nochmal anders place, weil ich das eventuell doch nicht so geil finde. So wie ich das gemacht habe. Mann, ich freue mich richtig auf morgen. Morgen. Auf die Motorsäge, ey. Mir hab ich richtig Bock, alles mit Ballen zu machen. Oh. Und zack. Digga, wie schnell. Hä, hey, Digga, Alter. Wie weit triggert er? Das ist deine scheiß Gabel. Sind noch Ballen da? Ja, aber die kann ich so mitnehmen, alles gut. Kannst schon fahren. Endlich, tschö. Endlich. Lässt er mich in Ruhe. Ja, du erstmal Geld überweisen und Tank auffüllen bei deiner. Tank ist, müssten 1000 Liter drin sein, das sollte reichen. Reicht nicht. Doch. Niemals passt in deinen freaking Deutz mehr wie 1000 Liter rein. Der hat unten im Loch schon, im Tank schon ein Loch. Ja, ich merk schon. Und da drunter ist so eine komische Wanne, mit der nochmal extra Sprit gezapft wird. Genau. Ja, ja, was kannst du mir das natürlich sogar vorstellen, dass du was machst? Ja. No fun. In real life, ja. Nee. Ich hab noch nie Sprit geklaut. Das liegt auch daran, dass der Dings, dass er kein TÜV bekommt. Hey, mein Traktor bekommt TÜV. Ach so. Mittlerweile. Ja, eben mittlerweile, weil du die Wanne weggemacht hast. Weil ich was weggemacht hab? Weil du die Wanne unten drunter weggemacht hast, deswegen bekommst du. Nee, weißt du warum? Weißt du warum ich keinen TÜV bekommen hab? Die Felgen waren eierig. Ah ja. Sieht sehr gut aus, Carlos. Die Bilder? Ja, ich hab's mir gerade angeschaut. Alter, was für ein langer Weg, ey. Justin, die habe ich dir auch geschickt. Achso, das hat sehr schon gut. Ja, ich beachte mich wenigstens wegen der Arbeit. Er hat gibt ja direkt gehört. Feedback. Der Luca hat aber auch aufgenommen, muss man dazu sagen. Ich kann nicht dauernd raustappen, sonst wird immer Reshade-Balken angezeigt. Ja, hast du selber schuld. Spielt jetzt mit Shader. Nee, ich mach nur Bilder mit Shader. Achso, der lädt aber trotzdem. Ist immer so, wenn du raus hast oder ein Tabs. Ich fahre wahrscheinlich auch gerade so wunderschön legal hier durch die Gegend. So. Ach geil. Dann lege ich gerade noch die, gebe ich gerade die Beine und die ab. Wieso sieht denn Ben nicht ich die ab? Das ist gerade was ein Affe. Oh nee. Probier einfach. Das wäre geil. Wenn du einfach, weil das ja Kipper sind, einfach abnehmen können. Ja. Einfach blub ins Lager, alle abgekippt. Das wäre actually wirklich geil. Wo kommen die jetzt hin?
neben die Strohballen auf der Wiese. Hast du alles schon umgestellt? Ja. Will ich auch hoffen. Also die Hühnerställe, der mitten auf dem Feld sind, tatsächlich etwas ganz klar. Da, warte mal, da kommt noch was rum. Ich brauche Bäume, Räucher. So, das muss ich unten in meinen Ladewagen. In der großen Halle hin. Ah, da. Ich weiß, ich muss den Striegel noch sauber machen und den Ladewagen. Wie, warst du nicht der, der gesagt hat, kann man eigentlich in die Halle stellen? Ja, weißt du warum? Weil alles schnell gehen musste, gerade bei mir. Ja, bei uns muss auch immer alles schnell gehen. Ja, ja. Das ist schon mit dem Cash, was die pro Minute verdienen, so eingeplant. Ne, Luca. Hä? Das ist mit der Minute, die du pro Euro, wie du pro Minute verdienst hier, ist das alles eingerechnet. Deswegen. Ja, ja. Ich hab keine Zeit dafür, ist zu teuer. So. Ach, jetzt muss ich komplett in den Weg fahren, kann das sein. So. Jetzt haben wir das aber auch gleich. Hier liegen zwar noch Ballen, aber das mache ich dann Flugmodus jetzt danach noch fertig. So, Justin hat auch schon fertig abgeladen. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, war es damit auch erstmal mit der heutigen Folge. War vielleicht jetzt ein bisschen langweilig, erstmal nur Ballen fahren, aber muss auch gemacht werden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und genau, vergesst auch nicht, bei unserem Partner G-Portal vorbeizuschauen. Mit unserem Link in der Videobeschreibung spart ihr wie immer 10%. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich es nicht schon gesagt habe, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr keine neuen Folgen verpasst. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Tschüss. Oh.